Bröckeln, laden, das Internet läuft im Schneckentempo. So kann es aussehen, wenn die Datenübertragung gedrosselt wird. Die Telekom hatte das mit ihren neuen Internetkunden vor, wenn der Kunde ein bestimmtes Datenvolumen überschreitet. Doch das hat jetzt ein Urteil des Landgerichts Köln untersagt. Die Kammer hat es für unzulässig gehalten, wenn man einerseits eine Flatrate verspricht und dann andererseits in den AGB eine Beschränkung ab einem bestimmten Übertragungsvolumen einführt. Kurz gesagt kann man sagen, wo Flatrate draufsteht, muss auch Flatrate drin sein. Betroffen sind die Call-and-Surf-Verträge für Festnetzkunden, die ab Mai 2013 geschlossen wurden. Im Kleingedruckten eine sogenannte Drosselungsklausel. Wer danach ein Datenvolumen von 75 GB überschreitet, dem wird die Surfgeschwindigkeit auf 2 Mbit pro Sekunde reduziert. Betroffen sind davon die Verträge mit Geschwindigkeiten mit maximal 50 Mbit. Zufriedenheit bei den Klägern, die Verbraucherzentrale NRW, denn das Urteil könnte Signalwirkung haben. Wenn das eben rechtskräftig würde, dann könnte man mit dem Urteil und diesem Rechtsgedanken eben auch auf andere Anbieter zugehen, deren Angebote kontrollieren und möglicherweise dann auch dagegen vorgehen, wenn eben auch dort Irreführungen im Spiel sind. Die Telekom wollte sich noch nicht dazu äußern, ob sie in Berufung geht. So ein Sprecher werde erst entschieden, wenn das Urteil schriftlich vorliegt.